Ich mag nicht jeden Einzelnen begrüßen, aber ich mag auf jeden Fall mal zwei begrüßen, die wesentlich mit beteiligt waren, dass wir da jetzt wieder weiter tun. Ihr werdet ja alle so irgendwie mitgekriegt haben, dass wir ein bisschen Kalamitäten haben, ich besonders und alle anderen dann auch in der Konsequenz mit der ÖBB, die zu vor 7 Jahren, 8 Jahren kann man sagen, die damaligen Vorstände sehr begeistert waren von dem Projekt und gesagt haben, ja, das machen wir da außer. So, das hat sich jetzt geändert, die haben uns offiziell mitgeteilt, sie fahren nächstes Jahr nicht mehr. Und da muss ich sagen, danke unserem und herzliches Willkommen unserem Regionshauptmann Bürgermeister Matzinger und danke unserem Bürgermeister Horst Gangl, dass wir dann eigentlich sehr sofort konstruktiv waren sind. Nicht? Weil wenn du ein Problem hingeschmissen kriegst, dann kannst du sagen, okay, wir resignieren dran oder wir machen was. Wir haben was gemacht und ich glaube, es ist was Gescheites rausgekommen und das zeigen wir euch heute. Und dazu, grüß Gott, unserem Obmann des Vereins Neue Vereins Neue Landesbahn, Gerd Ulram. Und vor allem, Robert, super, dass du da bist. Und wo ist der Christian? Seid ihr eine Firma oder Verein Bahn im Film? Firma. Ist eine Firma sogar. Von der Firma Bahn im Film. Weil das waren dann so die, mit denen wir jetzt das zusammengebracht haben. Der Robert ist gleich einmal mit dem Stoffi, der ist nicht da, der ist nämlich auf der Lok und dort den Motor einstellen. Die sind nach Rumänien geflogen und haben gesagt, ob es dort einen Loks gibt. Da hat uns nämlich einer einen Tipp gegeben gehabt. Da hat die ÖBB Loks als Schrott habe ich verkauft. Sind sie dann runtergefahren, sind aufgestiegen, haben sie angestartet und sind mit dem Schrott gleich einmal in Gras gefahren. Gut, den Schrott haben wir aus Rumänien, hat der Verein wieder zurückgekauft. Da danke an die Raiffeisenbank, das weißt in dem Fall jetzt nicht du, sondern der Kollege aus Misselbach, dass die Finanzierung dahinter aufgestellt wurde, weil sonst kriegst du auch den Schrott nicht, weil die Rumänen haben mit dem Schrott recht gutes Geld verdient. Ja, die haben wieder was wollen für den Schrott. Das ist übrigens der Techniker, unser Christoph Stoffi vom Vierer, der mit in Rumänien war bei der ersten Fact-Finding-Mission. Dank Bahn im Film gibt es Waggons, dank Verein Neue Landesbahn, die haben auch angekauft und so steht jetzt diese Garnitur eigentlich wieder da und steht bereit, um die nächste Saison zu fahren. Beim Land oben waren wir nicht ganz so erfolgreich, da gibt es ein kleines Zubrot, gibt's. Und das ist der Grund auch, weil wir jetzt mittlerweile auch eine Firma gegründet haben, jetzt gibt es jetzt die Regiobahn Erlebniszug GmbH, die nächstes Jahr den Zug organisieren und vermarkten wird. Ja, und damit sage ich danke, gebe ich schon weiter. Nachbar, weißt du, das ist mit CO2 noch, da ragt es ein wenig raus. Manchmal fahren wir mit noch mehr Rack und macht sich da mit Fenster zu. Wenn es aus dem Büro geht, sagt man, übers Wochenende. Nein, aber auch da bitte mir, ich sage jetzt auch wirklich, lieber Herr Reiker-Direktor, lieber Herr Nachbar, es tragt auch alle ein bisschen was bei, dass wir nächstes Jahr ein Speckl machen können und so weiter. Das hilft uns alles und da wirklich danke, dass du, das ist wirklich das Tolle jetzt, dass in der Region, ich bin zu keinem gegangen, der gesagt hat, nein, jeder hilft in irgendeiner Form mit und das ist eine klasse Geschichte und das motiviert uns, glaube ich, wirklich alle, dass wir da weiter tun. Und damit würde ich jetzt unseren Regionshauptmann bitten, dass du so formell jetzt unsere neue Garnitur da noch begrüßt und in Betrieb nimmst. Meine geschätzten Damen und Herren, der Hans Bahnhofer hat schon vieles gesagt. Als Regionsobmann gibt es auch noch schöne Veranstaltungen, wie wir heute sehen. Wir haben ja in den letzten Tagen und Wochen sehr viele Verhandlungen geführt, mehr oder weniger erfolgreich. Das lasse ich jetzt im Raum stehen. Aber eine Region lebt von der Zusammenarbeit und eine Region lebt von der Werbung. Und diese Zusammenarbeit ist eine ausgezeichnete. Ja. Und ich möchte euch wirklich danken, Verein Neue Landesbahn und allen anderen, die hier unsere Region unterstützen, dass wir die kleinen Mosaiksteine zusammenfassen können und aus dem Ganzen ein wunderschönes Mosaik wird. Und wir sind, glaube ich, am besten Weg dabei. Du hast gesagt, also es ist nichts risikolos, das ist uns klar, aber Tourismus ist immer ein wenig Mut, den man haben muss, weil no risk, no fun, sage ich immer wieder. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir durch diese Aktion wieder, durch dieses neue Produkt, unsere Touristen wieder mehr hierher bringen. Wir müssen entsprechend werben, aber da sind wir sehr gut aufgestellt mit der Fähremesse, wie du schon gesagt hast. Es ist wirklich eine sehr gedeihliche Zusammenarbeit und das brauchen wir. Und in dem Sinne wirklich herzlichen Dank an alle, die also hier uns unterstützen, mit der Hoffnung verbunden, auch in Zukunft auf weitere gute Zusammenarbeit. Ja, Herr Bürgermeister, der Standortgemeinde des Regio-Bahnhofes Ernstbrunn. Ich bitte um seine Worte. Liebe Freunde der Leisserberge, darf ich einmal am Standort Ernstbrunn, eigentlich am Fuße des Oberleisserberges in der Region Leisserberge begrüßen. Es freut mich besonders, heute bei diesem Tag dabei zu sein, nachdem die letzten Wochen ja sehr angespannt waren in dieser Sache.
aber es gibt immer, wenn man Engagement einbringt, und da möchte ich mich bei allen Anwesenden, die was mitgeholfen haben, zu diesem heutigen Tag und zu diesem Erfolg einmal recht herzlich bedanken. Wir haben in den letzten Monaten ja sehr viele Höhepunkte und auch Tiefschläge mit der 110 Jahre alten Strecke erlebt. Vor kurzem erst einen Höhepunkt mit einer Feierlichkeit im Sommer 2014, einen Tiefschlag mit Vertragskündigung der ÖBB für unseren Tourismusverkehr. Aber ich glaube, wir wissen alle gemeinsam, welche Stärke in unserer Region drinnen steckt, nämlich genau die Zusammenhörigkeit. Und da schließe alle ein, die was heute anwesend sind und auch schon genannt worden sind, weil ich glaube, dass wir gemeinsam sicherlich diese Region noch weiter verstärken können und auch dementsprechend unseren Gästen vielleicht noch ein besseres Programm bieten können. Wir haben einfach eine herrliche Natur, wir haben eine wunderbare Kulturlandschaft, wir haben eigentlich einen einzigartigen Boden hier in unserer Region, das geht bis Ladendorf, gemeinsam mit den Nachbargemeinden. Und aber die Nachbargemeinden, die nicht da sind, möchte ich natürlich auch erwähnen, die liefern genauso einen Beitrag, weil es die Wertschätzung für jede Gemeinde durch einen steigenden Tourismus gewährleistet sind. Wir haben ja gemeinsam mit dem Land Niederösterreich verhandelt und möchte mich auch offiziell heute hier beim Land Niederösterreich nochmals bedanken mit einem kleinen Startkapital oder Ausgleich, je nachdem wie man das sieht, bedanken für das Haushaltsjahr, das Geschäftsjahr 2015. Ich wünsche uns allen gemeinsam, die Destinationen, die Gastronomie, der Verein Landesbahn, Personentrans Stäberer, jeden Gästezimmervermieter, jeden Gastronomen und vor allem auch den Verein Landesbahn, der was unter freiwilligem Engagement und Ehrenamtlichkeit sich in diesen Tourismusverkehr einbringen, danke sagen, wünsche uns gemeinsam viel Erfolg und wie man in Niederösterreich sagt, Glück auf. Danke. Dass ich eingeladen worden bin. Ich bin natürlich auch interessensmäßig ganz hinter euch. Als Weinviertler freut es mich natürlich, dass gerade auch im Tourismus immer mehr wiederum unsere schöne Gegend da im Mittelpunkt steht. Dass durch die Mühen und den Fleiß vieler Menschen dem Verkehr wieder übergeben werden kann. Es verbinde die Menschen miteinander und trage dazu bei, du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. So lasst uns beten, wie es der Herr uns gelehrt, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Danke dir. Damit gehen wir. Gehen wir.
so um die 60. Die letzten Aufnahmen erschießen von den Kanzlern, die wird es immer laut geben. Es ist ja ganz komisch, wenn man sich so anschaut. Oh, der Herr Ulfinger ist auch.